Zum letzten gesetzten Redebeitrag für heute von Biggie Bender. Du hast 3 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, nach dem Besuch der gestrigen Party dachte ich, dass heute die wichtigste Forderung Aspirin für alle ist. Aber ich finde es gut, dass wir heute so engagiert über Gesundheitspolitik reden. Ich möchte aber nicht nur hier einen Reflex gegen den röslerschen Murks lostreten und zum wiederholten Male zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich gegen den Ausstieg aus der Solidarität in der Krankenversicherung sind. Ich möchte über diesen konkreten Antrag reden. Und in diesem konkreten Antrag steht nicht viel Falsches drin, was aber nicht bedeutet, dass er automatisch gut ist. Weil ganz viele und entscheidende Fragen werden ausgeklammert. Ein Bollwerk gegen eine unsolidarische Krankenversicherung wurde er vorhin genannt. Nun ja. Liebe Freundinnen und Freunde, am Ende ist auch dieser Antrag vom Ansatz her nichts anderes als der Versuch, ein marodes System mit Renovierungsmaßnahmen zu ändern. Ich glaube, wir müssen Gesundheitspolitik völlig neu denken. Und wir müssen sie vor allen Dingen tabulos denken. Natürlich gibt es keine Alternative zur Bürgerversicherung. Natürlich müssen wir den Beitrag künftig anders als aus Löhnen und Gehältern finanzieren. Aber können wir die Schraube wirklich nur dort ansetzen, wo mehr Geld ins System gepumpt wird? Ist die Zurverfügungstellung von mehr Ressourcen automatisch Garant dafür, ein gerechteres System zu kriegen? Ich behaupte nein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Kostendämpfung ohne Alternative ist. Wir müssen uns, und darauf gibt das Papier leider auch keine Antwort, wie wollen wir uns denn der Macht der Lobbyisten stellen? Wie wollen wir die Macht der Pharmaindustrie brechen? Kein Wort enthält dieses Papier zum Selbstbedienungsladen der Kassenärztlichen Vereinigung. Kritiklos formulieren wir, der Wettbewerb der Krankenkassen soll wiederhergestellt werden. Müssen wir uns nicht die Sinnfrage stellen, warum wir in Deutschland mehrere hundert Krankenkassen benötigen? Müssen wir uns nicht die Frage stellen, dass, ob es nicht vielleicht auch viele gesundheitliche Angebote gibt, nur weil damit Geld verdient wird und nicht deshalb, weil sie benötigt werden? Wir müssen also auch unsinnigen Wettbewerb im Gesundheitssystem in Frage stellen. Wir müssen über die Frage der Rolle der Berufsgenossenschaften sprechen. Ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, wer ein gerechtes Gesundheitssystem will, muss auch die zügellose Gier der Gesundheitsindustrie an die Leine legen. Und dazu muss das Papier auch Antworten geben. Vielen Dank. Der letzte Redebeitrag in dieser Debatte kommt von Biggie.